Wir werden angegriffen. Oder doch nicht. Hallo. Sie wünschen, heute sind wir unterwegs. In gewissen Ländereien. Ja, dürft ihr wohl hinkommen, oder? Wir haben Eiktier besiegt. Wer hätte es gedacht? Es war jetzt, glaube ich, nicht so die Herausforderung, die wir uns erhofft haben. Denke ich mal. Das Spiel ist so richtig low. Für was für Low-Bobs, Digga. Lass uns ein anderes Spiel spielen. So. Es ist so WoW oder so, ne? Das wäre es ja noch. Mhm. Auf jeden. Nein. Wäre auch ein bisschen doof, ne? Nichts gegen WoW-Spieler, aber das. Dann. Passt schon. Dann muss man so, das Leben stimmt. Wegwerfen. Wie ging das Inventar noch so? Da musst du so Influencer sein, weißt du? Ist das möglich? Influencer, finde ich gut. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch so witzig, dass es Influencer gibt und Influencer. Das wäre das gleiche, glaube ich. Nein, das eine kommt aus China und das andere ist eine weltweite Plage. Aber ich sag's jetzt mal so, hast du schon mal Influencer in China mitbekommen, was da so geht? Da gibt's ganze Akademien für den ganzen Scheiß. Ah, du redest nicht vom Virus. Nein. Du redest vom Influencer. Genau. Okay. Wo bist du überhaupt? Ich bin auf dem Boot, du Dulli. Ach so, ja, ich frag mich gerade, wo ist denn das Boot hin? Oder so. Also unser Floß. Ah, wo du das letzte Aufnahmesession parkiert hast. Das ist doch so einfach. Aber auf der Karte habt ihr sie angezeigt, wo wir das. Oh, Wildschwein, Junge, hallo. Zwei Wildschweine. Nein, hier ist Patrick. Zwei Wildschweine, was soll ich machen? Ich krieg Angreifen. Das Boot nicht aus dem Hafen. Ja, das ist so doof. Ich kann nicht rückwärts parkieren, ich bin wie bei SpongeBob Bootsfahrschule. Ich weiß gar nicht, wie das da funktioniert. Ah, ich hab's gecheckt. One-Hit-Wonder habe ich hier gerade. Mit Wildschwein. Was ist das zum Teufel? Ist das irgendeine Burg oder so? Ein Billo-Haus? Ja, was ist das hier unten? Ah, Wildschweinfleisch. Warum liegt das im Wasser? Oh nein. Till, ich hab was ganz Dummes gemacht. Ja, was? Ich bin vom Boot gesprungen. Jetzt kann man nicht mehr. Nein, wenn du zu nahe gehst, dann schubst du das Boot weg. Okay, warte mal kurz. Wir machen das jetzt mal so. Ich hab's geschafft. Komm zu dir. Ach so, cool. Danke sehr. Schwupps. Jetzt fallen nicht mehr. Man kann runterfallen, wo man es benutzt. Okay. Ich benutze es. Wohin die Soße? Jetzt ausparkieren. Am besten einfach mal kurz mal laden. Ich frag für einen Freund. Mhm. Oh, jetzt haben wir genau hier kein Wind, weißt du? Das ist wieder mal so typisch Valheim. Ja, und ich hab wieder mal meine Füße im Wasser. Mein Gott, ey. Digga, warum weinst du die ganze Zeit? Warum sind unsere Charaktere nur am Weinen die ganze Zeit? Ich glaube, es ist, weil wir nass sind. Ja, gut. Ich würde mal sagen, hau mal den Rest auch noch raus. So, jetzt kommt wieder Wind. Weiß gar nicht, soll ich mal pusten? Passiert auch nichts mehr, ne? Nein, ich muss wirklich hardcore in die Richtung. Aber du machst genau nichts. Wir machen genau nur so mit den Fingern, also Daumen und Zeigefinger zusammen gedrückt, mehr nicht. Nee, das ist harte Arbeit, Till. Was ich hier verrichte, das ist harte Arbeit.
Und währenddessen ich ein Schiff bediene, kann man natürlich einfach mal so ein bisschen Honig und Beeren wegsnicken. Eieieiei. Nächstes Mal bauen wir eine Brücke rüber. Ist das in Ordnung für dich? Eine Brücke? Eine kleine, oder? Nur so 50 Meter breit und 500.000 Meter lang, oder? Eine kleine Einmal Brücke. Um den Äquator rum, wenn schon. Ja, in etwa so. Die Map ist ja nur ganz klein, oder? Übrigens, die Map ist eine Scheibe. Oh, sag das nicht zu laut. Segeln wir nicht. Ach, du willst mit Wind segeln, ne? Oder ohne? Oder ich? Ich will eigentlich mit Wind segeln, aber wir müssen eigentlich nur gerade rüber hier. Sind wir gerade beim Ozean und auf dem Ozean hat es keinen Wind, lustigerweise. Wir sind da mittlerweile mit unserem Charakter, glaube ich, in der Bronzezeit angekommen. Aber wir sind, glaube ich, noch in der Eisenzeit in der Welt selbst, oder? Wir müssen dringend aufs Klo. Nein, wir müssen Kupfer und Zinn farmen gehen, damit wir unsere Werkzeuge reparieren können, weil die gehen mir langsam mal kaputt. Also die Axt ist bald hin. Bei mir ist die Hälfte, also durch. Aber ja. Ja, du siehst, wir müssen dringend. Die kriegt man ja, so viel ich weiß, im dunklen Wald. Eine Spitzhacke, die ist noch ganz bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, die Hälfte, ne? Bei mir. Spitzhacke, du hast Axt. Was habe ich denn überhaupt alles drin? Spitzhacke. So, der Wind hat gekehrt. Eine Eisenspitzhacke und eine Bronzeaxt habe ich bei mir rumliegen. Und das ist irgendein Grund noch zwei Steinäxte. Hast du die Eiktier-Trophäe bei dir? Ich habe zwei davon. Okay, dann müssen wir eine zum Schrein bringen, da wo wir gespawnt sind. Weißt du, wo diese vier Punkte sind, da musst du die dann hin deponieren. Okay? Zum Glück ist der ja gar nicht mal so weit entfernt. Ja, nur wir fahren hier mit einem richtig heftigen 2000 PS Boot über den Ozean. Gut. Also wenn es ein Verbrenner wäre, dann wäre es ja auch ganz lame, aber ein Strom. Das ist ja auch so ganz lustig, wenn ich immer wieder Kollegen oder generell Leuten zuhöre. Ja, für was brauchst du 500 PS? Ist ja nur Strom oder generell für Benzin für oder Diesel Verbrennung und Co. Aber naja. War das Haus da schon immer? Wie unser Billo-Haus? Geklaut und eingemietet oder was? Was links hier? Ich glaube schon. Es wird dunkel. Wir haben einen ganzen Tag gebraucht, um über diesen kleinen Tümpel zu schwimmen. Ja, aber es ist ein echt beschissenes Boot. Da müssen wir echt noch mehr ran. Aber zuerst pennen wir mal eine Runde, ne? Ja, und danach direkt, du bringst das zum Schrein und ich suche uns einen Dunkelwald. Mhm. So. Ja, wir haben angelegt. Angelegt, angepflegt. Zaster verlegt oder wie war das? Keine Ahnung. Oh. Ach ja, die Bäume verschwinden nicht. Gott sei Dank, die despawnen nicht, wenn man rausgeht. Nicht so wie bei anderen Spielen. Oder was? Ich sag dazu nur The Forest. Zwei. Sons of the Forest. Nicht The Forest. Sons of the Forest. Ach stimmt, hier unsere Geburt hier. Warum hast du es eigentlich so geplant? Oh, ich bin falsch angelegt. Hier wäre näher gewesen. Naja, egal. Unsere Hut. Was auch immer aus der Hut wird. Nee, unsere Betten. Haben, die sind hier hinten im Geklauten. Ah. Ich benötige ein Feuer, um zu pennen. Oh mein Gott. Ah, wir müssen es wieder anzünden. Stimmt, das ist aber geil gemacht, weißt du so? Wenigstens despawnt hier das Feuer nicht, sondern nur das Feuer despawnt und nicht das Lagerfeuer und die Spieße drüber. Das wäre richtig beschissen. Zum Glück. Es ist immer noch Nacht. Also, es wird Zeit, dass ich hier in der Truhe mal ein paar Sachen da lasse.
Ich habe noch 4 Pfeile. 4 Feuersteinpfeile, ja, die müssen wir dann noch. Gehirn als Beispiel, das wäre mal klug, wenn man das irgendwie. Ein Gehirn. Hirn. Das wäre mal klug, wenn man das irgendwie da reinpacken könnte. Das ist leider in Anbetracht der Umstände nicht möglich. Nein, nicht vorhanden. Ja, das wäre das nächste. Der Wald bewegt sich, wir werden angegriffen. Och nein, um Himmels Willen, dieser scheiß Wald, warum bewegt sich der schon? Das ist gut. Nein, warum? Alter, das sind ja... Holy shit, wie viele! Die kämpfen gegeneinander, einfach oder? Pick den Schaman zuerst raus. Junge! Weil der heilt die Dinger. Wer ist denn überhaupt? Ach, der mit Dingens, okay. Nein, ich will weg. Ich will weg. Jetzt kommen noch die kleinen Scheißer hier durch, okay. Danke sehr. Und hab ich das gemacht? Du aktivierst ich hab's den, wie? Gemacht. Ach so. Oh, dieser scheiß Berserker, Junge. Aber stimmt. Gegen das müssen wir uns verteidigen können. Also wir müssen irgendwie unsere Base dann schützen. Ja, mit der aktuellen Variante hier ist glaube ich auch nicht so klug. Doch, das ist schon okay. Aber da gibt's Türen, da ist alles offen. Ja, nee, die kommen zu uns, die gehen nicht die Base angreifen, solange wir außerhalb der Base sind. Hm. Sobald wir in die Base reingehen, greifen die zuerst die Base an und nicht uns. Und schon wieder ein Schamane da hinten, oder was ist denn los mit dem scheiß Schamanen? Drück mal das Mausrad auf den Gegner. Das ist direkt One-Shot. Also ins Mausrad reindrücken. Du musst aber auch, Ausdauer, ja. Der Wald ruht wieder, perfekt. Aber sie hat sich Greenpeace beruhigt. Nee, noch nicht. Guck mal hier, sind noch drei Rote, die kommen. Der positive Nebeneffekt ist, den wir da jetzt gerade haben, ist, dass wir ganz viel Harz und Holz haben. Und ich habe noch Brechbeeren habe ich noch bekommen. Ja, und ich habe ein paar Sprechbären. Ja, du gehst auch hier regelmäßig zur Sprechstunde, deshalb kriegst du die auch. Ja, immerhin krieg ich was. Ja, hallo, Gräuling. Schon wieder? Ach nö, hier beim Altar. Ist eigentlich super, dass wir so nah beim Altar sind. Ja, so, das, wo das, muss ich das hinschmeißen? Das wollte ich so beibehalten. Hä? Wie muss ich es jetzt da drauflegen? Du musst es in die Slots packen. Ey, scheiß Krautzeug, bitte weg. Auf was anwenden? Auf diesen Reh-Dings vom Dingenskirchen. Hä? Auf diesen Reh-Dingensbums? Hier sehe ich gar keinen Reh-Dingensbums. Es gibt ja diese 5 Schreine mittlerweile. Oder? Ach, jetzt so. Geschafft? Jo, passt schon. Und jetzt, was ist los? Oh, Magic! Nice. Wächter geopfert, perfekt. Können wir noch einen zweiten opfern? Also ich habe noch einen zweiten. Ja, nein, das geht nicht. Wir müssen jetzt in den Dunkelwald. Ah, hier hinten hat es einen Düsterwald. Perfekt, komm mal mit. Da müssen wir jetzt Kupfer und Zinn farmen. Und diese scheiß Krautzwerge besiegen. Aber ich habe keinen Platz im Inventar, mein Gott. Dann geh schnell zurück. Voll. Komplett. Du findest mich, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Spätestens dann, wenn ich schreie, findest du mich. Also das Einfachste ist einfach in eine Spelunke und an die Bar gehen. Dann ist es ganz klar, wo man dich findet.
Ja, ich bin auch so ein richtiger Marathon-Alkoholiker. Seitdem ich dich kenne,